棒！宝宝灯。Tippi, der Muldenkipper. Mir ist so langweilig, sagt Tippi, während er sich ruhelos dreht und wendet. Tippi, willst du heute mit mir rausgehen? Natürlich, Papa. Tippi folgt seinem Vater. Er ist so aufgeregt. Beweg dich! Geh aus dem Weg, du Schlafmütze! Oh Mann! Jetzt habe ich überall Schlamm! Wäre ich nicht so schwer, könnte ich ihn schlagen! Beschwert sich Tippi, als er den Schlamm abschüttelt. Als großer Tipper und Tippi im Wald ankommen, treffen sie auf eine Kaninchenfamilie, die mit Baumstämmen zu kämpfen hat. Letzte Nacht hat es so viel geregnet, dass unser Dach und unser Spielplatz weggeschwemmt wurden. Bitte, lasst mich euch helfen. Ladet die Baumstämme auf meinen Laster. Oh, vielen Dank. Großer Tipper bewegt alle Baumstämme für die Kaninchenfamilie. Als großer Tipper und Tippi am Fuße eines Berges ankommen, sind die Straßen gesperrt. Und alle sind damit beschäftigt, den Dreck aufzuräumen. Letzte Nacht gab es wegen des Regens einen Erdrutsch. Lasst mich euch helfen. Bringt den Dreck auf meinen Laster. Ich bringe ihn an einen sicheren Ort. Oh, vielen Dank. Als die Lastwagen über den Hügel fahren, hören sie Schreie. Hilfe! Bitte hilf uns! Tippi und sein Vater eilen zum Fuß des Berges hinunter. Hilf uns, bitte! Jemand! Die Brücke droht einzustürzen! Bitte, tretet zur Seite und lasst mich euch helfen. Du bist so cool, Papa. Ich möchte eines Tages genauso wie du sein und anderen helfen. Wem kann ich jetzt helfen? Oh, den Hasen! Also geht Tippi zum Haus der Kaninchen. Eine Ladung, zwei Ladungen. Er hat den Sand und Dreck für sie weggeräumt. Da ist sie, die letzte Ladung. Wuhu, alles fertig! Die Hasen hatten so viel Spaß beim Spielen auf der Rutsche, die Tippi für sie gemacht hatte. Ich habe heute etwas Gutes getan, Papa. Ich bin wirklich stolz auf dich, Tippi. Lachten Tippi und sein Papa. Video? Vergisst nicht, uns zu abonnieren! Abonnieren! Sucht nach Pinkfong auf YouTube!